Zeit lebt. Sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Die Deutsche Demokratische Republik ist der erste sozialistische deutsche Staat, während die BRD der letzte kapitalistische Staat auf deutschem Boden ist. So will es die Geschichte. Die Absicht, eine Mauer zu errichten. 8 Wochen später im August, in einer lauen Sommernacht, niemand hat davon gewusst, hat man die Grenze dicht gemacht. Doch eines Tages so um 6:58 Uhr wurde man nach 28 Jahren noch vernünftig. Eine winzig kleine Frage hatte sehr nervös gemacht. Jemand fragte einfach, wann tritt das in Kraft? Ein Vertreter der Partei schien da was nicht zu verstehen, und so öffnet er die Mauer aus Versehen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Da war die Mauer weg, wie betrüblich, dass das nicht schon früher geschah, dass das nicht einfach immer so war. Im Umgang
Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Bunker gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Bunker gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Schön ist es in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denke, wenn ihr auch lacht, heute noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Über sieben Brücken muss. Dunkle Jahre überstehen.